In diesem Video erkläre ich dir, warum Bitcoin das größte Schneeballsystem und wahrscheinlich sogar das größte Ponzi-Scheme ist, das die Menschheit jemals gesehen hat. Kurzer Disclaimer am Anfang, ich bin kein Kryptowährungsexperte. Alle Informationen in diesem Video habe ich online recherchiert und werde sie dir heute so simpel wie möglich vortragen. Einfach mit gesundem Menschenverstand. Denn mehr als das braucht man nicht, um den großen Bitcoin-Betrug zu verstehen. Let's go! Also, was genau ist eigentlich Bitcoin? Die Idee von Bitcoin ist relativ simpel. Die Nutzer können unabhängig von staatlichem Geld Waren, Dienstleistungen und so weiter bezahlen. Darüber hinaus stehen Bitcoins aber natürlich auch für ein sicheres Tauschsystem. Die Idee ist also, dass alle Mitglieder im Netzwerk sich gegenseitig Geld schicken können, die Transaktionen werden selbst von den Mitgliedern überwacht, das heißt, es ist ohne Banken funktionabel. Soweit so gut. Die Idee im Grundsatz finde ich ehrlich gesagt ziemlich gut. Genauso wie mit der Idee von Kommunismus, die ist in der Theorie natürlich auch sehr, sehr nett, aber praktisch funktioniert sie nicht. Because it does not work like that. Zumindest nicht für den Zweck, für den sie eigentlich gedacht war. Und das Problem ist, bei Bitcoin ist es genau das gleiche. Denn Bitcoin ist eigentlich eine Währung. Ein Zahlungsmittel, halt einfach eine digitale Währung. Gut, haben wir soweit alles verstanden. Jetzt stelle ich mir aber die Frage, warum ist das Ganze überhaupt notwendig? Weil hast du wirklich Interesse dran, dein Latte Macchiato bei Starbucks mit Bitcoin zu bezahlen? Ich meine, was ändert das? Oder deine Lederjacke, die du dir im Onlineshop kaufst? Oder deine Marmeladenbrötchen morgens beim Bäcker? Wahrscheinlich nicht. Ich meine, es ist cool, wenn es geht, aber ganz ehrlich, who cares? Zahl halt einfach mit deiner American Express oder mit deiner EC-Karte. In Euro. Wir haben Stand jetzt eigentlich kein reales Problem, für das wir eine Lösung gebraucht hätten, was Währungen angeht. Aber gut, das ist meine persönliche Meinung. Jetzt schauen wir uns aber mal an, wofür Bitcoin in der realen Welt tatsächlich genutzt wird. Erstens als Spekulationsobjekt für Leute, die damit Geld verdienen wollen. Und zweitens als Zahlungsmittel für illegale Geschäfte, die man nicht nachverfolgen soll. Also quasi für illegale Geschäfte im Darknet. Und genau hier kommt das Problem ins Spiel. Denn Bitcoin ist von einer digitalen Währung, die als Grundidee sehr, sehr gut ist, zu einem Get-Rich-Quick-Scheme für Spekulationen geworden. Also quasi für alle, die über Nacht ohne Arbeit reich werden wollen. Und wie gut man ohne Arbeit über Nacht reich wird, glaube ich, wissen wir alle. Nämlich gar nicht. Und genau da kommt das Ponzi-Scheme ins Spiel, von dem ich dir gerade erzählt habe, also quasi das Schneeballsystem, für das ich Bitcoin halte. Ich erkläre einfach mal ganz kurz das Ponzi-Scheme an einem Beispiel. Einer der bekanntesten Betrüger der Neuzeit ist Bernie Madoff aus New York in den USA. Er war Börsenhändler und Fondsmanager an der New Yorker Wall Street. Und er hat seine Investoren um insgesamt 65 Milliarden Dollar betrogen. 65 Milliarden Dollar, das sind 260.000 niegelnagelneue Lamborghini Huracan. Wie hat es Bernie Madoff geschafft, 65 Milliarden Euro abzuziehen? Mit einem Ponzi-Scheme. Ich erkläre genau, was er gemacht hat. Erstmal hat er seinen Investoren hohe, konstante Renditen von 15 bis 20% per annum versprochen. Da er ein sehr angesehener Geschäftsmann war und auch einen sehr, sehr guten Ruf hatte, haben ihm sehr, sehr viele reiche Leute und auch sehr, sehr viele Leute aus der Mittelschicht oder der Unterschicht ihr Geld anvertraut, weil sie natürlich auch diese hohen Renditen haben wollten. It is a win-win. Es sind also am Anfang immer mehr neue Investoren in das Ponzi-Scheme von Bernie Madoff reingerutscht. Aber was hat Bernie Madoff jetzt mit den ganzen Investorengeldern gemacht? Naja, er hat sie auf jeden Fall nicht so angelegt, dass tatsächlich 15 bis 20% Rendite jährlich für die Leute rausgekommen sind. Genau weiß man nicht, was er mit dem Geld gemacht hat, Fakt ist aber, er hat es nicht investiert. Aber da immer mehr Leute reingekommen sind, war das Ganze kein Problem, denn jedes Mal, wenn einer der alten Investoren sein Geld zurückhaben wollte, wenn er sich's ausbezahlen wollte, plus die 15 bis 20% jährliche Rendite, hat Bernie Madoff einfach das Geld von den neuen Investoren genommen, um die alten Investoren auszubezahlen mit 15 bis 20% Rendite, die eigentlich nie existiert hat. Und das System hat so lange funktioniert, wie immer wieder neue Investoren reingekommen sind. Ein klassisches Schneeballsystem hat über Jahrzehnte gut funktioniert. Kollabiert ist das Ganze dann, als mehrere Investoren gleichzeitig ihr Geld zurückhaben wollten. Und auf der anderen Seite nicht genügend neue Investoren in das Ponzi-Scheme, in das Schneeballsystem von Bernie Madoff reingerutscht sind. Denn es gab irgendwann kein Geld mehr, das man ausbezahlen konnte. Und dann ist das System in sich zusammengebrochen und es kollabiert. I want my money back. Oh money. Da musste Bernie Madoff in Knast und ist dort auch 2021 gestorben, so wie er es verdient hat. Jetzt fragst du mich natürlich, okay Konstantin, alles schön und gut, nette Geschichte, aber was hat das Ganze jetzt mit Bitcoin zu tun? Das erzähle ich dir jetzt. Es gibt genau 21 Millionen Bitcoins. Das heißt, die digitale Währung ist von ihrer Natur aus schon deflationär, also das Gegenteil von Inflation. Sprich, die Anzahl an Bitcoins ist begrenzt.
Steigt also die Nachfrage nach Bitcoins, weil mehr Leute Bitcoins kaufen möchten, dann werden die Bitcoins teurer. Sprich, der Preis pro Bitcoin steigt. Denn wie gesagt, es gibt nur eine feste Anzahl von Bitcoins, das heißt, das Angebot bleibt gleich, die Nachfrage steigt und damit steigt der Preis pro Bitcoin. Simple BWL. Und genau das ist in den Jahren von September 2020 bis November 2021 passiert. Der Bitcoin-Kurs ist von ein paar tausend Dollar auf über 56.000 Dollar in der Spitze angestiegen. Und dann ist die Blase geplatzt. Und ich erzähle dir auch, warum die Blase geplatzt ist. Am Anfang hatte Bitcoin einfach nur gutes Marketing. Und den Leuten wurde erzählt, dass sie ohne irgendeinen Aufwand super schnell super reich werden, ohne Arbeit, über Nacht. Wer hat denn damals das Marketing für Bitcoin gemacht? Genau, die Leute, die schon Bitcoin besessen haben. Also alle, die schon Bitcoin in ihrer eigenen Tasche hatten und den Preis nach oben treiben wollten. Da gibt es zum Beispiel die Winklevoss-Twins, die gegen Mark Zuckerberg damals bei Facebook noch gewonnen haben im Rechtsstreit und da irgendwie 70 Mio abgegriffen haben. Man sagt sogar, die haben bis zu 1% der weltweiten Bitcoins besessen. Dann haben noch einige Influencer Werbung für Bitcoin gemacht, unter anderem Logan Paul, der jetzt hier mit CryptoZoo die ganzen Leute wirklich abgezockt hat. Sie haben einfach den Wert von Bitcoin ins Unermessliche getrieben durch ihr Marketing, um den Wert ihrer eigenen Anlagen zu steigern. Und die ganzen armen Teufel, die keine Ahnung von Bitcoin haben, die haben immer zu teureren Preisen und zu teureren Kursen gekauft. Bis die ganze Sache dann letztlich im November 2021 geplatzt ist. Aber warum genau ist eigentlich die Bitcoin-Blase jetzt geplatzt? Das hat in meinen Augen zwei Gründe. Der erste Grund ist, naja, die Nachfrage nach Bitcoin ist halt sehr, sehr stark gesunken. Und deswegen sind keine neuen Investoren mehr an Bord gekommen, die ihr hart verdientes Geld reinwerfen. So wie bei Bernie Madoff. Und der Grund dafür ist ja relativ einfach. Wir hatten eine Pandemie, wir hatten eine Wirtschaftskrise, wir haben neue Krisen dazu bekommen, Inflation, alles wird teurer. Die Leute brauchen einfach Cash, um ihre Rechnungen bezahlen zu können. Deswegen haben sie ihre Kohle aus Bitcoin rausgezogen, um sich die Gaspreise leisten zu können, um sich leisten zu können, ihr Auto zu tanken und alles, was dazugehört. Und weil deswegen keine neuen Investoren mehr gefunden werden konnten, ist das ganze System kollabiert wie bei Bernie Madoff. Und das Spannende ist jetzt, irgendjemand hat einen Bitcoin bei 56.000 Dollar gekauft. Aber glaubt mir, das waren nicht die frühen Investoren, sondern das waren die neuen Investoren, die reingeholt wurden. Weil Bitcoin begrenzt ist. Das heißt, irgendjemand hat jetzt für einen Bitcoin 56.000 Dollar bezahlt, der Stand heute nur noch einen Bruchteil wert ist. Und alle, die am Anfang eingestiegen sind, die ganzen Influencer und so weiter, die das Ding mit Marketing gepusht haben, die sitzen jetzt auf einem riesengroßen Berg Geld. Und der zweite Grund, warum die Bitcoin-Blase in meinen Augen geplatzt ist, weil es keinen Gegenwert für dein Geld gibt. Weil am Ende des Tages ist es einfach nur irgendein Computercode-Schnipsel, für das du einen Haufen Kohle bezahlt hast. Du kannst aber mit diesem Computerschnipsel nichts machen, weil Bitcoin als Währung zu nutzen völlig bescheuert wäre, da es als Spekulationsobjekt genutzt wird. Und so ist die ganze Pyramide in sich zusammengebrochen, weil keine neuen Investoren mehr gefunden werden, die ihr hart verdientes Geld in Bitcoin reinwerfen, weil es keinen faktischen Gegenwert gibt, weil man es nicht als Währung benutzen kann und weil es am Ende des Tages einfach nur ein riesengroßes Ponzi-Schema war. Was ist jetzt mein abschließender Rat an dich? Ich will dir einen Ratschlag mitgeben, der dir helfen wird, in den kommenden Monaten und Jahren dein Einkommen drastisch zu erhöhen. Es geht nicht ohne Arbeit. Und es geht nicht über Nacht. Und vor allen Dingen geht es nicht, ohne deinem Gegenüber Mehrwert zu stiften. Denn die Leute da draußen, die sind ehrlich gesagt ziemlich schlau. Und die Leute geben ihr Geld nur für Dinge aus, die sie wirklich weiterbringen. Spar dir also alle Get-Rich-Quick-Schemes, spar dir irgendwelche Spekulationsobjekte, solange du für dich selbst noch keine 100.000 Euro, ja, richtiges Geld auf dem Konto hast, investier jeden einzelnen Cent in dich, in deine Fähigkeiten, lern neue Skills. Ein Skill, den wir hier zum Beispiel den Leuten beibringen, ist das Hochpreis-Closing. Ja, wie du lernst, digital zu verkaufen. Hochpreisige Coachings, Dienstleistungen, Agenturangebote. Wir helfen dir, das Ganze zu lernen. Wir helfen dir, einen richtigen Job zu finden, ja. Bei einem Anbieter, für den du closen kannst, geh dafür auf hochpreis-closer.de, trag dich ein für einen kostenlosen Beratungstermin. Ja, zugegeben, du musst dafür ein bisschen arbeiten, ja, du musst schon die Beratungsgespräche führen, aber du kriegst vernünftiges Geld dafür ausbezahlt, weil du einer Firma damit Mehrwert stiftest, ja. Ich freue mich, dich kennenzulernen, geh auf hochpreis-closer.de, Guldan, out.